Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Battleground mit Moonboon. Wie ihr seht, befinden wir uns im Auge des Sturms mal wieder mit Sunboon. Oh yeah, er reckt sich schon und er streckt sich schon. Seine müden Knochen, er wird langsam alt. Oh, wir bekommen hier schon nette Buffs. Wir können auch mal noch eine Runde buffen. Ich wollte einfach mal wieder ein BG machen mit Sunboon, weil ihr ihn ja alles so sehr vermisst, weil er noch nicht 90 ist. Und ich wollte euch zeigen, dass ich schwer am Level bin. Ich bin momentan Level 88 gerade geworden. Und habe gedacht, das nehmen wir doch zum Anlass hier und gehen in BG. Wie heißt er? Gorok. Diener von Honighexe? Oh, was ist Honighexe bitte für ein cooler Name? Das hätte ich auch gern. Ja, wir sind Level 88. Und ich wollte euch Checker mal kurz was fragen. Also ihr Bros da draußen. Wenn ich jetzt hier zwischen Level 85 und 90 BGs gehe, beziehungsweise eigentlich interessiert es mich nur noch für Level 88 und 89, ziehe ich dann mein 85er PvP-Gear an, damit ich hier schön PvP-Abhärtung bekomme, 52% und 10% PvP-Macht, aber dafür nur 176.000 Leben, oder ziehe ich einfach mein normales PvE-Gear an, das mache ich jetzt nicht, damit habe ich 207.000 Leben, aber halt keinerlei Abhärtung und solche Sachen. Ich habe mich jetzt mal für das PvP-Gear entschieden. Ich hoffe, es war kein Fehler. Aber es schien mir eigentlich das Richtige. Aber wenn ihr denkt, das andere wäre besser mit dem Level-Gear, dann lasst mich einfach in den Kommentaren wissen. Und ich bin euch sehr dankbar. Und auch Skelett-Pony. Oh yeah, Skelett-Pony. Genug rumgespackt. Was machen wir eigentlich? Gehen wir links, gehen wir rechts? Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch irgendwo meine Feder? Oh ja, da habe ich meine Feder. Ausdauer bitte buffen. Ja, wir springen mal da runter. Ist völlig planlos. Oh yeah. Ach fuck, wir sind ja auf dem Mage. Da hätte ich mich auch vorher buffen können und dann springen. Nein! Nein! Oh Gott, wir werden aufgespießt. Ne, werden wir nicht. Das bin ich so gewohnt vom Priest, weil der eh automatisch abmountet, wenn er dann sich levitieren gibt. Aber bei Mage kann man ja die leichter Fall oder wie es auch immer heißt, wie heißt es genau, langsamer Fall, kann man sich ja schon vorher buffen. Und dann fliegt man samt Mount langsamer. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Cooles Feature! Cooles neues Feature! So, wie sieht's aus? Bei uns kommt nix. Wir haben die Flagge, so muss es. Honighex ist am Turm. Vanille Chase und Drunken. Deffen die Mitte. Und was ist hier bei uns los? Hier ist ja auch nichts los. Gib mir mal ein Schild. Hallo? Sag mal, warum ist eigentlich dieser Teufelshäscher immer in meiner Kamera? Ich bin der Teufelshäscher. Ich versperre allen die Sicht. Ich will auf YouTube unbedingt. Oh, cool, ja, schon Chopper, hä? Soll ich mal zeigen, was ich habe, hä? Skelett-Pony. Jetzt ist 10-mal cooler, also ein hässlicher Chopper. Was natürlich cool wäre, wäre ein Skelett-Chopper oder ein Chopper-Pony. Aber man kann nicht alles haben. Deshalb gucken wir einfach mal, dass wir hier zufrieden sind. Hallo, kommt hier mal jemand? Oder soll ich mal rüber? Oder oh, 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 da geht's ab. Da geht's ab, aber kann ich ihn jetzt hier allein lassen? Ja, kann ich. Ziemlich easy sogar. Und die Alis haben die Flagge. Und da kommt ein Krieger und will Blöd machen. Und er denkt, er kann mich hier... Aber ich friere dich ein, du Bastard. Ich bin nämlich ein Arkan Frostmage. Ich kann alles. Ich kann dich einfrieren. Und ich kann dich mit Arkan Missiles beschießen. Da ist er völlig verwehrt. Guckt euch das an. Und dann kann ich hier meinen Frostchill ausfahren. Ja, ausfahren. Wie ein Penis. Frostchill Penis. Oh. Guck mal, ich habe einen Gesundheitsstein-Buddy. Was machst du jetzt? Kann ich mich noch wegblinken? Ha? Ha? Und dann kommt mein Freund da Hexi. Das ist bestimmt Honig-Hexi. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir aber doch einen Eisblock. Genug gelabert. Ist das Honig-Hexi? Ja, Honig-Hexe. Gib ihm. Er will mich noch. Er will mich. Oh, oh. Oh, oh. Wir geben ihm eine Froschbombe mit. Mit auf den Weg, wenn er zu seinen Homies läuft. Dann noch die Froschbombe. Oh, und die Eislanze wird gespammt, obwohl es überhaupt nichts bringt. Alter, wie lange lebt denn er? Das ist ja unglaublich. Haben wir inzwischen da was erobert? Das gehört den Alis. What?
Okay, das reicht. Skelett-Pony. Tomalo Veklor. Heilt mich. Oh, da ist schon wieder ein Krieger. Ist das derselbe Crisis oder ist ein anderer? Komm, wir holen uns jetzt hier einen Turm. Ein bisschen hier. Zeitkrümmung. Ne, nicht Zeitkrümmung. Wie heißt es? Doch, Zeitkrümmung, oder? What the fuck? Ist das für ein fancy Dämonentor hier? Das gibt bestimmt auch den Hexis. Boah, wir machen hier mal das da. Leider habe ich noch keinen Hotkey dafür. Da ist er verwirrt. Da ist er verwirrt, der Krieger. Und da geht die Froschbombe hoch. Na, du wirst erstmal gesilenced, mein Freund. Und dann wirst du gespammt. Du wirst sowas von gespammt. Ja, Lichtblitz, hä? Cool, hä? Ich kann dich immer noch unterbrechen. Oh, ich brauche ihn gar nicht mehr unterbrechen. Wir gehen noch hier auf den... Ach, das ist der von gerade eben, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Zack in your face. Zack. Und auf das Feuerelementar. Ne, wir gehen lieber auf den Schaden. Na los, komm schon. Burn, burn, Shami, burn. Und da ist unser. Wie sieht's jetzt da drüben aus? Okay. Jetzt haben wir erstmal zwei Basen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie sieht's in der Mitte aus? Nice, so muss das. Und jetzt müssen wir uns nur noch ein bisschen verteilen hier. Skelett-Pony. War da was? Oh, schon tot. Schon erledigt. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Oh, hilf ihm doch! Du Kacknäppel! Jetzt haben sie die Flagge, du Kacknäppel! Tomalo. Roffel die Waldfee. Steht einfach da. Oh, hier brauchen wir auch Hilfe. Ich ping hier mal. Und natürlich alles. Und spannen DC. Spannen DC. Nein, da verpisst er sich. Going down. Nein, nein, nein. Oh, okay, da ist er weg. Drink it. Shoku Sogu sagt willkommen. Sali Shoku Sogu. Stille. Oh. Komm schon, lass mich was tun. Was ist los? Warum kann ich nichts tun? Warum kann ich nichts tun? Jetzt kann ich wieder was tun. Gesundheitsstein fressen. Schuhe getötet. Jawohl. Todesstoß abgestaubt. Für nichts und wieder nichts. Was für eine gute Leistung. Mount. Und Mitte. Wir brauchen jetzt mal die Mitte. Guck mal, wie die uns abziehen, Mann. Und dann nimmt jetzt mal was dagegen, echt? Kotzt mich an, sowas. 3D-Kasen in der Mitte, so wie es aussieht. Ist schon mal eine gute Basis. Können wir als Range noch dahinter stehen. Bisschen draufheizen. Was haben wir hier? Oh, zwei Palas. Roffel, Holzampf. Going down, going down. Down. Der kann sich hier verpissen. Oh, ja klar, befreit sich aus allen bewegungseinschränkenden Infekten. Hey, ich bin ein Pana, ich hab ein Magic. Oh, da kommt noch ein Schurke. Fuck you mit einem Lichtblitz. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Mitte. Ah, ah, wo willst du hin? Komm her. Ich brauche unbedingt mein Arkanschild zurück, aber das gibt's nicht mehr. Nicht Arkanschild, ihr wisst, was ich meine. Nimm die Flagge, nimm die Flagge, nimm die Flagge, nimm die Flagge. Renn, lauf. Nein. Nein. Warum braucht er so lange, um die Flagge zu nehmen? Frostdrachen, komm schon. Ach, das war Fail. Kann ich ihn jetzt einfach mal bomben? Nee, er hält sich einfach. Halt sich einfach hoch. Habe ich noch Zauberraub? Auf jeden Fall habe ich es nicht in der Leiste. Ich bin Lord. Man kann einfach nichts gegen ihn machen. Die Flagge kann ich auch nicht nehmen. Ah, yes, der andere hat die Flagge. Nice. Aber wir haben auch nur noch eine Base. What? Wie ich wieder völlig den Überblick verliere, wenn ich in der Mitte bin. Da wird wieder nur gezerrt. Yes, das hat mal reingehauen hier. Dieser Sturke, der fällt leicht um. Das ist mir jetzt schon mal aufgefallen. Was ist hier los? Horgard. Ich bin Horgard. Klingt wie Asgard. Aber Horgard. Oh, jetzt, 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 finish. Oh, war nicht meine. Egal. Nein. Oh, verklickt. Oh, Roffel. Komm schon. Warum haben wir... What the hell?
Vielleicht kriegen wir ja alle Türme. Das wäre nice. Komm schon, jetzt brauchen wir Dingsbums. Zeitkrümmung, Dingsbums. Das wäre jetzt sehr, sehr cool hier oben. Vielleicht bringt's was. Frostbombe. Hier, das da machen wir auch an. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe es ja schon neu bekommen. Auf jeden Fall ist es so ähnlich wie ein Hexer-Portal. Es portet mich einfach irgendwann zurück. In diesem Fall war es nicht sehr clever, weil der Schurke war da noch. Gehen wir gleich mal wieder weg hier. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, hier spawnen alle Allies, so wie es aussieht. Sie haben nur noch diesen Friedhof. Können wir uns wegporten, unsichtbar machen und einfach den Turm einnehmen? Nein! Fuck! Das war so ein Froschdings vom fucking DK. Oh, ich kautarisiere. Gesundheitsstein! Leben! Ich muss leben! Es ist einfach unmöglich gegen so viele. Aber es war ja auch nicht wirklich zu erwarten. Trunken in der Mitte. Zusammen mit Shuti? 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 Invictimus? Honigex? Oh nein, jetzt verlieren wir alles. Das kann jetzt halt auch nicht sein. TH, Big Inc. Ja, das waren die alle, die gerade oben gespawnt sind. Die sind jetzt runter. Fucking hell. Was für ein dreckiges, garstiges, räudiges BG. Da unten wird geflamed in Chat. Weil du nichts machst. Mimi, ich mach mehr als du. Mimi. Da du sagen denkst, sieht man, wie du schlecht bist. Haha, XD. Macht's gut. Wir sehen uns in der Hölle. Ich gehe erstmal zum Magierturm. Oh, der Hunter verfolgt uns. Diese Hunter, die sind zu Fuß immer schneller als ich auf dem Mount. Immer. Das ist unglaublich. Unglaublich. Desorientiert. Alter, ich desorientiere dich und deine Katze. Ja, was machst du jetzt, hä? Eingefroren. Frostmage, hä? Frostmage. Frostmage, Frostmage, hä? Oh, Akalmage. Oh, 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 fuck, oh. Blink. Komm schon, you're going down. Da ist er down. Aber nur, weil mir hier Tomalo geholfen hat, den ich vorher selber geflamed hat. Habe, hat, hab. Whatever. Magierturm, keine Dev. Sieht gut aus. Wahrscheinlich ist der Gammelschurke da, aber mit dem werden wir locker fertig. Wo ist er, der Gammelschurke? Wo ist er? Komm schon her, Gammelschurke. Komm schon. Komm schon, Gammelschurke. Kein Gammelschurke. Oh, da kommt ein Krieger. Zauberreflexion, ne? Solid. Ja, Fisch gefroren, ne? Was machst du jetzt, ne? Dann befreist dich, ja? Cool, hey, ich bin Baller, hey, ich befreie mich. Oh, 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 Blink! Oh, da hilft nichts mehr. Wir haben auch keine Gesundheitssteine mehr. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Gesundheitssteine benutzt in einem BG. Aber im Moment wären sie hier nützlich. Naja, draufgeschießen. Sie haben auch noch die Flagge! Sie haben drei Türme und die Flagge! Diese ganzen Flamer da unten. Ich gucke nachher den Damage an, ihr Flamer. Und wehe, ihr habt nichts gemacht. Wehe, ihr habt nichts gemacht. Invictimus, Blackrock. Ah ja, und ich spiele aus Spaß, nicht so wie du. Das ist dein Leben. Es ist so geil. Leute, die schlechter als ich spielen, sind Noobs. Aber Leute, die besser als ich spielen, die haben kein Leben. Roffel. Gims. Allesamt. Alle Flamer sind Gims. Oh, leck, die fange ich ab. Es gibt Interception hier von Moonboon. Achtung. Bergrim. Nein, ich bin ausgeschaltet. Ah, das war der Gammelschurke. Komm schon, komm schon, komm schon. Und ein gezielter Blick, ein gezielter Frostnova und festfrieren. Oh, da kommen die Eislanzen. Eislanze, in your face, in your ass, in your anus. Und da kommt der Gammelschurke und macht Damage. Und da kommt noch ein Instant. Und da kommt noch ein geschossen. Und, oh, fuck. Soll ich flamen? Warum war keiner da, um mir zu helfen? Ihr macht alle nichts, ihr Gims. Ihr spielt so schlecht. Können wir es nochmal alles lesen? Aber es war gar nicht so viel. Sagst du, wenn du 12 Jahre alt bist. Ah, oh, es ist so geil. Mein Leben lang frag mal deine Lehrer, wie du einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen. Psut. Psut. Glaub, allein packst du das nicht. Es ist auch echt schwer, einen Hartz-IV-Antrag auszufüllen. Ich mache das ständig. Nicht für mich, sondern für die Arbeit. Also da, wo ich arbeite. So
Solche Anträge füllen wir ständig aus und es ist echt nicht einfach. Von daher, Damon, pass auf, was du sagst. Ich wette, du hast noch nie einen ausgefüllt. Oh, wer ist das? Der Gammelschurke? Yeah, Gammelschurke, komm schon. Oh nein, es ist schon vorbei. Gammelschurke in your face. Da steht einfach nur rum, er ist AFK, wir kriegen ihn locker, komm schon, 1600. Oh, nein. Zugefügter Schaden. Oh, ich war gar nicht so weit oben, wie ich gedacht habe. Aber egal, immerhin 4-3. Jetzt gucken wir mal, wer waren die Flamer? Invictimus? Wer ist Invictimus? Invictimus? What? Invictimus Blackrock? Ich sehe ihn nicht. Seht ihr ihn? Ist ein Ali, der im Horde-Chat rumgeflamed hat, um Stimmung zu machen? Nein, das geht ja gar nicht. Ich sehe ihn nicht. Komisch. Sehr komisch. Okay, wer hat noch geflamed? Leto hat gesagt, habt euch lieb. Das ist in Ordnung, das da mal. Dämon. Dämon war aber, glaube ich, weiter oben, gell? Ja, aber 3-6, Roffel. Mit so viel Damage nur 3-6. Oh, Roffel. Ja, aber Invictimus, wahrscheinlich ist er vorher rausgegangen hier, bevor es zu Ende war. Komisch. Okay, auf jeden Fall war es das von mir für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video, das BG mal wieder gefallen habt und vor allem, wenn ihr mehr Sunboon sehen wollt, dann gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.